Moin Leute, willkommen zum GPL-Kampf gegen Kaffeekrone und heute ist es soweit, die letzten 4 Spieltage sind da und ja, was soll ich sagen, ne? Die letzte, selbe Szenario wie noch vor, selbe Szenario wie die letzten Wochen, ja, ich muss gewinnen, ich habe keine Wahl, ne? Verlieren ist nicht drin, ja. Wir haben ein cooles Team gebaut. Ja, das wird super, wird hoffentlich gut funktionieren. Wir spielen gegen Kaffee, ne? Wieder eingetreten. War Season 2 bis 3 dabei. Season 4 dann nicht. Aber jetzt ist er wieder dabei am Start. Ja, war Season 4 auch, War Season 4 auch dabei, Leute? Ich glaube schon, oder? Kann sein, ja? Kann sein. Doch, war er. Ha! Gott, ich bin so doof. Auf jeden Fall. Gegen Kaffee hat Levis Team übernommen. Levis hat ein gutes Team gedraftet, aber ich bin der Meinung, ich habe trotzdem ein gutes Matchup gegen ihn. Ja. Er hat das Team natürlich verbessert, aber... Und letztes Mal haben wir gegen das Team verloren, also gegen Levis. Mal gucken, wie wir uns dieses Mal schlagen werden gegen Kaffee. So. Er hat tatsächlich ungefähr das, mit was ich erwartet habe, aber kein Relaxo. Okay. Er hat... Kein Relaxo dabei. Irgendwas hat auch nicht dabei. Doch halt nur Relaxo nicht dabei, womit ich gerechnet habe. Sonst hat er die Sachen dabei, auf die ich mich gepreppt habe. Zebritz ist natürlich super nervig. Ich hasse es, gegen Zebritz zu spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir anfangen. Ne? Also. Ich glaube, dass ein Rotom nicht gar nicht so schlecht wäre. Er könnte halt direkt mit seinem Scarfer leaden. Und dann könnten wir einfach mal gucken, ja, wenn er mit seinem was wie Hirachi lebt und das Gart, das ist erstmal ganz cool, dann können wir nämlich auch Rot switchen oder Hydro drücken. Und falls er mit was anderem readet, geht das eigentlich auch klar. Ich glaube, wir leaden auch mit Rotom. Rotom hat eigentlich alles außer gegen Shaman ein ganz gutes Matchup. So, jetzt haben wir noch einen Screenshot. Da darf ich nicht vergessen. Und würde ich sagen, good luck, erfahren an dich, Kaffee. Und viel Spaß beim Kampf. Also hoffentlich. Puh. Zebritz ist natürlich ein nerviges Pokémon, ne? Muss ich einfach mal ehrlich so sagen. Das Ding ist zwar, macht aber nicht so viel Schaden. Das ist halt der einzige Vorteil, den ich so habe gegen das Ding. So, Rotom ist am Start. Gegen... Ponyhof. Okay, das ist Zebritz. Ja, natürlich jetzt die Frage, ja. Wenn das ein Zebritz, ja, sollte einfach mal... Ich öffne mal meinen Browser. Habe ich nämlich vergessen, weil es ist ganz wichtig zu kalken und so ein Shit. Zebritz macht halt gar keinen Schaden. So, das ist halt ein ganz guter Vorteil. Es ist halt richtig schlecht, was den Angriff angeht. Es ist halt schnell, aber... Schnell hilft manchmal nur, aber wenn es halt, wenn man halt keinen Schaden macht, halt nicht, ne? So. Zap Striker. Der All-Out Attacker gegen meinen Rotom. Ich denke, er wird einfach World switchen. Aber wenn er da drin bleibt, ist es halt doof. Er könnte Life Orbs spielen. Dann würde Donnerwitz halt ein bisschen Schaden machen. Ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir machen erstmal erste Runde Say. Ja. Voltwechsel ist eigentlich der Play, aber ich habe eigentlich in Shaman eigentlich genug Switchens. Das heißt, ich gehe jetzt trotzdem einfach mal auf die Hydro-Pumpe und hoffe mal das Beste. So, er geht auf Voltwechsel, er wird wahrscheinlich in Shaman gehen. Was ist das Life? Es ist Specs. Okay, es ist Specs Zebritz. Das ist sehr doof, weil das sehr viel Schaden macht. Und ich habe leider keinen Mammutil dabei. Das heißt, ich muss Zebritz irgendwie gepunished bekommen. Huh. Jetzt natürlich mein Volt Switch nicht so obvious, weil er halt Volt Absorber hat. Also hier, Starthilfe. Shaman ist halt jetzt obvious as fuck. So, da er kein Relaxo hat, kann ich eigentlich härter mit meinem...
mit meinem Jumper spielen, weil ich das nicht so sehr brauche. So, er geht in Unkrauti, wie ich es mir gedacht habe. Und ich gehe auf die Truppe. Die geht zwar daneben, aber hätte sowieso keinen Schaden gemacht. Das ist natürlich jetzt Dora, aber es ist eigentlich scheißegal. Ich denke, ich kann jetzt einfach mal in meinen Jumper gehen und ein bisschen Action mit dem Ding machen. Er hat halt keinen. Relax hat er nicht dabei und wenn er jetzt Scarfiratti spielt, würde ich das gehandelt bekommen. Wir gehen einfach mal da rein. Vielleicht geht er ja irgendwie auf Earth Power oder so, das würde ich noch ganz gut tanken. Vielleicht geht er auch auf die Schocksamen direkt. Oder auf Psychic oder so. Jumper ist erstmal mein Twitch und ist halt Step. Und ich frage jetzt, was ich dann drücke. Wenn ich dann irgendwie hier den Fire Move drücke, ist das super obvious. Aber ich könnte auch rausdoublen irgendwie, ne? Dann könnte ich Rocks legen. Rocks sind super. Hat keinen Defogger. So, wir gehen jetzt mal unser Jumper rein. Psychokinese. Das macht natürlich keinen Schaden, also nicht so viel. Weil das einfach nur ein Shaman ist. Das ist die Frage, ne? Ja, was ist das für ein Shaman? Das müsste eigentlich ein Offensives sein, weil das so viel Schaden gemacht hat. Jumper. Du bist voll KP. Ah, es kommt. War das ein Max? Hä, das ist. Warte mal. Warum hat das so viel gemacht? Hä? Psychic? War das auch Specs-Schaden? Es hat genau 70 abgezogen. Es müsste aber Life-Up-Schaden sein, aber es hat kein Life-Up. Hä? Würde das mit. Wenn er modest ist, geht das dann ohne Life-Up? Nö. Was? Habe ich irgendwie mein Wesen verkackt oder so? Nee, habe ich nicht. Jetzt bin ich hart verwirrt. Irgendwas verkacke ich gerade. Aber ist egal. Ich glaube, wir doublen einfach mal raus in Magearna. Ja, das machen wir mal. So, das funktioniert. So. Entweder wir drücken jetzt Voltwechsel oder wir drücken jetzt Shadow Ball. Ja, es ist halt super obvious, dass er in Dings rausgeht. Gott, ich bin gerade immer noch total verwirrt. Es ist super obvious, dass er in sein Hirachi rausgeht. Das Shaman macht mir gerade. Hä? Also es könnte Choice Specs Min Damage gewesen sein. Aber selbst Dualka war auch Choice Specs Damage. Deswegen bin ich verwirrt, so. Hä? Es hat beides Choice-Backs-Damage? Wir haben keinen Life-Up gesehen und Modest oder sowas. Ja, haben wir nicht gesehen. Uff, er könnte irgendeine Platte tragen oder so. Irgendwie auf Sepp-Striker, dann wäre er halt kein. Würde aber auch nicht reichen. Also ich glaube, wir drücken jetzt erstmal auf Spukball. Das ist erstmal unser Play. Und mal gucken, was da geht. Geht er in Peter Pan. Das könnte Jirachi sein. Es wird auf jeden Fall ein bisschen was an Schaden machen jetzt. Und wir bekommen den Special Death Drop, das ist ganz cool. Und er hat Leftovers, okay. Wollen wir jetzt nochmal Spukball drücken, ist hier die Frage, oder wechseln wir raus? Er könnte U-Turn. Wir können erstmal das Set auskalken, würde ich mal sagen. Hirachi.
Ich kümmere mich dann nachher drum um die Sets. Ja? So, wir gehen als Soul Quest mit Shadow Ball. Es ist auf jeden Fall kein speziell defensives Hierarchie. Er könnte Full KP sein. Full KP wäre aber eine Maxwell gewesen. Das ist, wenn er kein KP macht, eher Sinn. Das heißt, er könnte offensiv sein. Das heißt, er könnte jetzt U-Turn. Und das möchte ich eigentlich punishen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach wieder in Lao Chi, also unser Jumper. Die Namen sind übrigens meiner Freundin, ja. Also, falls ihr mich flamet wegen meinen Spitznamen, flame die, ja. Okay, okay. Ich möchte jetzt meinen, dass das nicht funktioniert hat, aber es ist ganz gut für uns. Und ich glaube, wir können jetzt einfach mal... Ich glaube, wir können jetzt einfach mal Flamethrower drücken. Oder Ruheort. Ich glaube, wir drücken einfach mal Ruheort. Vielleicht greift er ja wieder an mit Psychokinese oder sowas. Hat er Dazzling-Gleam im Set? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Deswegen kann er Dazzling-Gleam ja lernen. Ich weiß aber nicht, ob er das Spiel möchte. Bin echt, echt interessiert, was das ist. Was das für ein Shaman-Set ist, was das für ein... also Choicebacks Shaman würde vom Schaden her passen. Und... Denn sonst würde er... Das ist super, super kompliziert. Ich muss mal Kaffee nachher fragen. Erdkräfte. Ja, nee. Die Erdkräfte hat auch 70 gemacht, oder? Von 100... Nee, die hat mehr gemacht, oder? Von 115 auf 45 sind auch 70. Das wäre dann wieder eine Minor gewesen. Was ist das für ein Set? Entweder mein Kalk ist komplett im Arsch. Oder ich mache irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes falsch. Also, wir gehen jetzt einfach mal auf Flamethrower, ja? Vielleicht ist der Double jetzt super obvious, vielleicht auch nicht. Vielleicht drückt er jetzt nochmal Erdkräfte. Vielleicht kommt jetzt nochmal ein Flamethrower durch. Vielleicht ist er ja auch einfach mal wirklich Choicebacks. Aber gerade kann ich es mir erlauben, ein bisschen mal jetzt mal erstmal anzugreifen. Ich glaube nicht, dass er nochmal Erdkräfte drückt, aber den Double will ich auch nicht pullen, also gehe ich auf so eine Art Midground mit dem Flammenwurf. Wenn er drin bleibt, bekomme ich Damage drauf. Okay, er geht zurück. Oh, geht in Peter Pan. Komm, Flammenwurf! Und wir haben den Burn bekommen. Uff. Der Flammenwurf-Burn ist am Start. Holy shit. Wir gehen einfach nochmal auf Flammenwurf. Wenn er jetzt U-Turn, bekommt er halt Bollenhelm-Schaden. Wenn er Rocks legt, ist das auch okay. Die kann ich eigentlich defogen. Hat er überhaupt Rocks auf dem Ding drauf? Hätte er es sonst schon gedrückt? Der Flammenwurf-Burn, Mann, der Flammenwurf-Burn. Vielleicht hat er ja Rocks drauf. Dann drückt er sie auf jeden Fall jetzt. Aber es wirkt gerade nicht so, weil er so lange überlegt, ob er die Rocks drücken möchte. Er kann auch Rocks auf seinem Tyrantrum spielen. Und auf seinem Mega Diancie. Komm, U-Turn einfach mal. Da hast du doch Bock drauf, oder?
Aber er hat keinen U-Turn. Das wäre ja rausge-U-Turn gegen Magirna. Das heißt, er hat auf der Iron Head oder so ein Shit. Mondgewalt. Die tut weh. Mehr oder weniger. Und Jumper bekommt den nächsten Kill. Jumper. Gutes Pokémon. Jirachi ist weg, einer der größten Hauptfits. Es könnte Scarf gewesen sein. Wir können das mal kalken. Scarf Jirachi mit Moonblast. Wartet, das kalke ich eben. Ist das überhaupt Special Attack Investment? Jumper. Du würdest von Moonblast mit dem Investment. Was hat er denn? Nichts gemacht. Hä? Achso, falsches Pokémon. Haha, lol. Das könnte passen. So, ich reite dich schon mal down, das ist ganz cool. Aber jetzt killt uns da der Unkraut-Team. Da geht auch sogar ein Unkraut-Team. Das ist jetzt die Frage, ob wir rauswechseln. Ich rechne halt mit Chance 6, aber hätte er halt zweimal die Minro des Todes bekommen, ne? Das ist jetzt die Frage, was wir machen. Ich mag Jumper eigentlich noch. Das ist eine coole. Das ist meine Electro-Resistance. Ich glaube, wir können einmal im Magirna wechseln. Das wird auch nicht zu viel Schaden machen. Es ist halt nur ein Shaman. Ich glaube, wird auf Psychic gehen. Ich behalte das Ding nochmal, weil es auch meine Electro-Resistance ist in dem Match. Vielleicht geht er auf Earth Power. Geht auf Psychic, alles klar, perfekt. Macht gar nichts. Er bekommt den Special Death Drop. So. Hat er. Ich glaube, dass trotzdem Ice Beam gerade mein bester Play ist. Ich glaube, wir drücken einfach mal Ice Beam. Ich glaube halt, dass er irgendwie so ein bisschen Choices oder so. Weil er hat einfach zweimal die Minroll gegen Jumper bekommen. Die Todes-Minroll, das kann sein. Das würde passen. Aber sonst verstehe ich nicht, warum das sonst nicht passen würde, ne? Es hat zweimal 70 gemacht und zweimal 70 ist im Specs-Roll drin. Und wir haben auch keinen Live-Up gesehen. Und es waren zwei unterschiedliche Attacken, also kann es auch kein Damage-Boostendes Item sein auf einer bestimmten Seite. Also muss es an für sich Specs sein. Also wir gehen jetzt mal ganz safe auf den Ice Beam. Der Ice Beam macht, er hat keine Resistance mehr gegen Ice Beam. Und das passt. Das, wenn er jetzt Earth Power drückt. Das sollte, macht zwar ein bisschen Schaden, aber dann kommt auf jeden Fall unser Ice Beam durch und Unkraut hier wird langsam, aber sicher low. Und das wollen wir auf jeden Fall. Also die Switch-ins sind halt echt kacke. Ich muss einfach so sagen, die Switch-ins in die, es ist gleich. Die Switch-ins sind einfach nicht gut in Ice Beam, ja, von ihm. Er geht zurück. Geht er jetzt in Buzzwall oder sowas? Ponyhof. Okay, das wird aber auf jeden Fall auch von Ice Beam ein bisschen was an Schaden bekommen. Fast ein Tool, aber den Damage nehme ich immer gerne. Und die Frage ist jetzt, drücken wir einen Move oder wollen wir das? Er würde halt Volt switchen. Aber ich will nicht so viel Schaden darauf bekommen, weil ich das Ding noch gerne healthy haben wollen würde. Das heißt, wir könnten eigentlich laut Cheese hacken. Um dann ein besseres Matchup zu kommen. Wir machen das einfach mal. Wir hacken Jumper.
Fuck off, die. Wir haben ja auf jeden Fall Damage drauf bekommen. Das sollte auf jeden Fall super sein. Es kommt der Voltwechsel, den tanken wir wahrscheinlich noch. Ich kalk das jetzt nach. Also 58 auf 23. So, Choice Specs. So. Was habe ich gesagt? 23, ne? Ist ja auch wieder im Specs Damage drin, also das ist super komisch. Schaden, dann könnte auch irgendwie die Elektrotafel haben oder sowas. Ha. Wie machst du denn mit Magnet? Magnet ist im Schaden eigentlich nicht, einfach nicht drinne. Okay, er geht auf. Er geht darauf, okay. So. Jetzt die Frage, wie wir das am besten machen. Wir könnten das Ding jetzt einfach sacken und dann Magina gehen einfach Kanonenbouquet drücken. Oder wieder Eisbeam. Wir sacken das Ding auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall auf Ruheort. Ruheort ist auf jeden Fall ein Play. Wir sind schneller. Was hat er gedrückt? Bizarro-Raum. Okay. So. Jetzt die Frage, ob wir rauswechseln wollen. Wir können jetzt wirklich sagen, wir wechseln auf sowas wie. Ich glaube, wir wechseln jetzt einfach mal auf unser. Das ist gleich, Mann. Wir wechseln jetzt auf jeden Fall raus, ja? Lautief wieder full, keine Ahnung, warum er Pizarro gedrückt hat. Komisch, was, ich weiß nicht, wie ihm das bringt. Wir wechseln raus auf unser Empoleon, ja? So, Mundgewalt kommt. Also, ich will da keins. Jetzt ist gleich. Also, ich will da kein Mega, sondern irgendwie so. Also, ich will da kein Item quasi. Oder er spielt ein Item, oder er spielt das Mega-Item, um sich dann in der richtigen Situation zu megern. Keine Ahnung. Wir drücken jetzt, weil wir auf jeden Fall super langsam sind. Auf jeden Fall die Hydro-Pumpe. Und wir sind auf jeden Fall schneller als Unkraut-Team. Unkraut-Team ist ein einziger Switch in eine Hydro-Pumpe. Das heißt, wir drücken Hydro-Pumpe und hoffen mal, dass wir irgendwas damit richtig hart angreifen können. Türsteher. Ja gut, das kannst du gerne machen, ne? Aber es wird auf jeden Fall Schaden bekommen, wenn ich die Hydro-Pumpe treffe. Treffe ich. Bam! Millionen Schaden. Holy shit, hat das viel Schaden gemacht. So. Und wir wechseln jetzt auf jeden Fall raus in unser X-Bad, weil das ist ja unser Switchen, ja? X-Bad ist hier unser Switchen. Ja, wir haben die Anti-Gesteinsbeere. Und ich habe Angst, dass er irgendwie minus Init spielt oder so. Was keinen Sinn macht, aber ich weiß auch nicht, warum ich nicht alle da angegriffen habe. Bin ich eigentlich komplett dumm? Minus Init würde überhaupt nicht ausreichen, oder? Ich bin noch im Bizarro-Raum drin. Bin ich eigentlich komplett behindert gerade? Life Orb. Okay. Ein Turn im Bizarro-Raum ist noch da. Wenn er jetzt Ice Punch hat, bin ich ein bisschen am Arsch. Das war ziemlich dumm von mir, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war echt nicht so schlau. Warum gehe ich davon aus, dass er Minus, dass das ausreicht? Ich hätte einfach kalten können. Egal. Passiert. Wir drücken einfach mal Ruheort. Er hat Donnerschlag. Okay, das wird uns aber nicht töten, glaube ich. Es tötet uns. Okay, never mind. Aber es ist nicht so wichtig und das Ding super los.
Das war ziemlich dumm. Jetzt habe ich einfach X-Watt gewastet, ja? So, für nichts habe ich das gewastet. Na gut. Dann haben wir das jetzt halt so, ne? So, wir gehen erstmal jetzt in Vitalis rein. Wir megern uns und drücken jetzt einfach Patronenhieb, weil wir das Ding wird er nicht behalten. Er will jetzt nichts da reinwerfen, was, damit das einfach stirbt. Und ich habe keinen Bock, dass irgendwas misst. Das heißt, wir gehen jetzt einfach Mega-Entwicklung auf Patronenhieb. Kann man das Trash von mir? Ich hätte einfach Ice Beam drücken sollen mit meinem Empoleon. Oh. Manchmal, aber nur manchmal, ist Laurus ein ziemlich dummer Mensch. Das war echt bad. Holy shit, das Kacke. Geil, Türsteher stirbt. Ja, jetzt hat er den Patronen, den Bullet Punch revealed, aber das ist erstmal kein Problem. So. Mal sehen, was er jetzt geht. Er könnte jetzt in seinen Scarfer wechseln oder in seinen Striker wieder. Vielleicht geht er ja in den Zap-Striker. Kann ja sein. Mann, war das kacke. Ah, X-Bart, ich vermisse dich jetzt schon. Ich meine, das Hauptziel ist down, ja, aber trotzdem. Huh. Gucken wir mal, was er wechselt. Könnte, also was er reingeht, er könnte halt selbst Striker nehmen. Selbst Striker oder sein Scarfer. Ponyhoof, ja, das ist Zap-Striker. Und dann werden wir auch wieder mal unser Jumper reinwerfen, weil ich habe keinen Bock, dass mein Metallis irgendwie stirbt und alles andere soll auch leben. Dementsprechend einfach mal Jumper rein. Das ist erstmal safe. Ach ja, hätte ich X-Bart noch. Ich meine, er hat 4 Flugresistance in dem Team. Ich meine, das X-Bart-Tod ist jetzt nicht so schlimm. Aber es wäre doch ganz cool gewesen gegen das Shaman. Er geht wie immer auf den Voltwechsel, aber es ist aber okay. Das war jetzt aber nicht so. Das war jetzt aber kein Specs-Schaden, oder? Egal, der Lüsterer ist wieder am Start. Jetzt kann ich eigentlich einfach mal in... Ha, was wechsle ich raus? Wieder in... Ich glaube, ich gehe einfach wieder in mein Dings. In meinen, wer ist es gleich? Haha, Empoleon. Ich vergesse immer den Namen von Empoleon. So, los, König die Idee. Jetzt Earth Power drückst, das okay. Wieder Bizarro-Raum. So, wir drücken jetzt aber wieder die Hydro-Pumpe. Ja, da kenne ich nichts. Ich weiß zwar nicht, was er mit dem Bizarro-Raum vorhat, aber die drücken wir jetzt auf jeden Fall. Wenn er jetzt in Unkraut geht, wird er auf jeden Fall einen Eisbeam in die Fresse bekommen. Und die Earth Power leben wir auch wegen der Beere. Vielleicht zeigt er das Ding jetzt auch direkt. Das, Diancie. Bizarro-Raum. Das verstehe ich gerade echt nicht, weil mein Team ist gar nicht so schnell. So, ich bin auf jeden Fall schneller als das Ding. Tschüss. Diancie ist auch in der Megaform einfach tot, ja? Das lebt einfach ein Scheiß. Weg mit dem Ding. Empoleon
Ist einfach gut. Terabyte. So, und wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den Ice Beam. Ja, da kenne ich nix. Ice Beam los. Ich glaube, er könnte halt Superpower spielen. Er könnte es. Aber er braucht halt eigentlich Earthquake, meine ich. Earthquake. Und ich bin auch schneller, oder nicht? Bin ich nicht eigentlich schneller und Ice Beam killt ihn einfach? Ich weiß es nicht. Ice Beam ist auf jeden Fall mein Play. Ob es jetzt killt oder nicht. Ich finde es eigentlich cool, dass er mir den mit Zauberraum aufsetzt, damit ich hier alles killen kann. Bin ich eigentlich ein Fan von. Weißt du, Empoleon ist einfach langsamer als alles. Und es killt jetzt einfach alles, weil ich einfach alles cool treffen kann. Finde ich gut. Also, der Bizarro-Raum-Play trägt auf jeden Fall Früchte für ihn, glaube ich. So. Ich weiß gar nicht, ob Ice Beam killt. Das ist auf jeden Fall. Das Ding ist, Tyrantrum ist halt super schlecht, speziell defensiv. Aber es hat viel KP. Das ist immerhin ganz gut für ihn. Wir gucken mal. Los, Ice Beam! Wenn das Ding auch weg ist, ist es super gut für meinen Jumper. Also ja, ich verstehe vieles nicht in diesem Match. Ist auch schlecht von mir rauszuwechseln gegen das Mosquito. Aber warum drückt er überhaupt Bizarro Raum? Hä? Er ist schneller. Aber wir haben die Schokobeere. Ja, läuft. Das ist Choice Band. Das muss Choice Band sein. Das ist richtig krasser Schaden gewesen. So, Ice Beam kommt. Das reicht aber nicht aus. Ich bin mir sicher, dass es Choice Band ist. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in unser Rotom. Ja, ne? Sehe ich eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Er könnte natürlich jetzt der Meinung sein, zu doublen oder rauszuwechseln, sowieso in seinen Shaman oder sowas oder selbst Striker. Wir gehen erstmal raus, Rotom ist am Start. Und er geht auch auf Erdbeben. Und jetzt hört auch der Bizarro-Raum auf, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder? Ne, eine Runde geht noch, aber wir sind ja. Wir resisten ja den. Spaß. Das heißt, wir können jetzt einfach mal auf. Wenn wir auf Voltwechsel gehen, dann gehen wir auf Magena und gewinnen. Ja, komm, wir gehen auf Voltwechsel, alles klar. Erdbeben kommt nochmal, jo. Und jetzt gehen wir in. Alter, jetzt. Jetzt gehe ich in Magena. Falls gerade der Sound kommt von WhatsApp Web, ja, fühle ich davon nicht gestört, ja? So, jetzt müsste eigentlich Magena gewinnen. Also er geht in den Ponyhof, ja. Er könnte auch Volt wechseln und in sein Dings gehen, in sein Shaman. Aber wenn ich jetzt. Also er geht auf Volt wechsel, geht auf Shaman, jetzt kommt der Ice Beam und er macht richtig viel Schaden. Volt wechsel macht einfach nichts. Holy shit. Wenn ihr wissen wollt, welches Set das Shaman und das Ding haben, das Striker, ja, dann guckt bei Kaffee vorbei, der wird es auf jeden Fall euch sagen. Das ist auf jeden Fall ein Turret, wir gehen auf jeden Fall nochmal auf Ice Beam. Erdkräfte sollte nicht zu viel Schaden machen. Macht's auch nicht, Ice Beam kommt. Killt Unkraut hier und jetzt sind auch selbst Striker da und es sollte durch den nächsten Ice Beam, da ich jetzt den Net Boost habe, auch sterben. Dann muss ich auch nicht auf den Miss. Hoffen, dass es nicht misst, ja. Ice Beam sollte eigentlich an der Stelle hier töten. Wir gehen trotzdem auf Ice Beam.
So, gehen wir einfach in Zenlong und tanken den Voltwechsel wie ein. Obwohl. Ja, komm. Wenn wir jetzt einen Punkt verlieren. Ladungsstoß. Okay, das sollte nicht zu viel Schaden machen. Nee, komm. Reicht jetzt der Ice Beam aus? Fragen über Fragen. Reicht's aus? Okay, alles klar. Damit gewinnen wir 5-0 gegen Kaffee. Es hätte vielleicht sogar 6-0 sein können, wenn ich nicht so kacke gewesen wäre mit dem X-Bud. Scheißegal. 5-0 ist ein super geiles Ergebnis. Um vielleicht die Tabellenspitze zu verteidigen, die Tabellenführung zu verteidigen, solange Bini 6-0 gewinnt. Und damit hoffe ich, der Kampf hat euch gefallen. Ein bisschen komisch. Bizarro-Raum, ja, ne? Ist egal. Ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen, der Kampf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.